Und da würde ich sagen, schalten wir direkt rüber zu demjenigen, der sich oftmals angegriffen fühlt, der oftmals Sachen falsch aufnimmt. Und zwar ist das der liebe Lars Stoffig mit einem neuen Video: Wir ballern Vollgas. Ja, da können wir direkt anknüpfen zu Heikos Video. Und zwar Lars Stoffig mit dem nächsten Vlog. Let's go, Freunde. Es geht an alle, die sagen, ich habe nicht genug Muskeln im Oberkörper. Waren das etwa schon die Schüsse an Heiko und an mich? Grüße gehen raus an Heiko Kalbach. Ich wusste es. Das ist Lars. Lars trainiert schon seit einigen Jahren allein. Doch Lars hat keine Lust. Flacher Rücken, moin, danke dir fürs Abo. Alleine zu trainieren. Heute soll er einen alten Bekannten treffen. Das ist Tommy. Und Tommy the Gun. Tommy hat genauso Bock, Gas zu geben wie Lars. Deshalb verbinden die beiden sich und geben zusammen Gas. Tommy, Junge, pass mal auf. Für das richtige Training habe ich dir ein paar Klamotten mitgebracht. Oh. Damit mein Trainingspartner natürlich auch bestens versorgt ist. Von meinem Sponsor OAce. Ah, Ehrenmann. Mit dem Code Ludwig. Oh. Bitte sehr. Oh. Ey, wirklich krass. Schmeiß dich einmal rein. Jetzt ist der Mann bestens eingekleidet. Das ist sogar die gleiche Jacke, die ich hier bekommen habe. Nur bei mir ist von meinem Wettkampf noch was hinten drauf gemacht worden. Das da kommt dann bei dir irgendwann. Ja, hoffe ich. Mehr Wasser, Junge. Damit er doch wirkt. Mhm. Mein Knapp war schluckt, Alter. Ich habe ihn auf der. Maximus abonniert ebenfalls. Vielen lieben Dank, mein Bester. Fahrt schon eingenommen. Ich nehme noch mal einen halben. Ja. Da ist der Profi. Schmeckt einfach scharf. Ah, der Crank Olympia Edition, ja. Den würde ich nicht dry scoopen. Das ist nicht geil. Der einzige Booster, den ich jetzt getrunken habe, der so richtig. Das ist nicht geil. Ja, Mann, und. Alter, früher bei meinem allerersten Trainingsbooster, den ich hatte, so ein illegaler, da brennt die Backe weg, dieses ja. Kribbeln, das ist dieses Arginin, das ist ja auch drin. Ja. Das Kribbeln kommt vom Beta-Alanin, nicht vom Arginin. Das feiere ich auch, aber den gibt es leider nicht mehr. Eine Limited Edition. Ein bisschen aufhören, ein bisschen das Gewicht schmeißen. Beim ersten Satz versucht man wirklich Gewicht drauf zu ballern und diese mechanische Spannung kriegst du halt am besten hin, wenn du einfach Gewicht drauf lädst. Mechanische Spannung, jawohl. Und so 6 bis 8 Wiederholungen ist schon das Ziel. Wir wärmen uns jetzt gut auf. Ich packe hier noch mein Stativ aus. Schön, schön nervig, die ganzen Influencer im Gym. Aber was da muss sein. Ist leider mein Job. Ich glaube, in dem Gym nerven die niemanden. Da ist ja gar keiner da. Leider. Für andere Leute leider. Ich mache das ja natürlich gerne. Aber die Maschine, habe ich eben schon gesagt, ist eine der geilsten Schrägbaumpressen, die ich jemals gemacht habe. Ohne Witz, richtig krank. Ja, sehe ich auch so, falls du das hören wolltest. Ich sehe das genauso, dass die geil ist. Aber zu dem Film, ne? Ich filme ab und zu auch mal ein paar Sätze von mir. Da kam so eine alte Oma, also ich würde das jetzt nicht so böse sagen, aber die dann hat dann gesagt, müsst ihr hier filmen? Ich habe gesagt, nein, ich störe niemanden, weil niemand drauf war, keine Gesichter zu sehen. Aber die fühlen sich immer sehr, sehr schnell gestört, weil sie denken, die sind irgendwo dann richtig im Internet bei über 1000 Leuten. Bei mir jetzt nicht. Also ich habe ein Video, das hat 1,8 Millionen Aufrufe auf Instagram. Wir blenden es jetzt mal hier ein. Ja, du musst es leiden. Nein, hinter dem sind keine Leute. Junge, was für ein Idiot, ne? Dass die Leute da immer so sich abfacken, Alter. Maximus, danke nochmal für den Support hier. Warte ich auch nur klein auseinander. Was für ein Affe, der Typ. Also nicht Lars, sondern der andere. Setzung mit jemandem. Das war auch ziemlich lustig. Da hat sich sogar McFit eingeschaltet und hat ihm quasi gesagt, dass ich im Recht bin. Naja, okay, 3 Scheiben. Jetzt entscheidet sich, machst du 3, 4 Wiederholungen. Dass ich dann doch sogar, Junge, willkommen in Deutschland, dass ich dann sogar noch das Fitnessstudio einschalten muss, um zu sagen, wer Recht hat und wer nicht. Das ist doch einfach nur. Naja. Dann gucken wir, ob eine 4. noch geht. Ja, die Maschine knallt rein. Hi, ich bin Tommy.
bin 21 und mache den Sport seit 5 Jahren. Bin heute bei Lars und wieder dabei, freue ich mich echt. Toll. Tommy ist von Anfang an dabei, seitdem ich nach Berlin gezogen bin. Fettbier 92, danke fürs Abo. Ihr wisst es, Freunde, habe ich am Anfang bei McDonald's gearbeitet und ganz, ganz viele andere Jobs gehabt. Ich glaube, viele von euch wissen es auch gar nicht. Und in letzter Zeit bin ich wieder in das Studio zurückgekommen, wo ich am Anfang war. Viele von euch wissen es auch auf Instagram, in meinen Story. Ja, in der Prep war der da wieder unterwegs, ne? Die mich da verfolgen. Und da habe ich Tommy quasi wieder entdeckt oder habe gesehen, dass er weiterhin durchgezogen hat. Ja. Und das Ganze ziemlich professionell, genau wie ich mache. Ja, er hat Dreikampf gemacht, mein Papa. Ja. Also nicht Dreikampf, sondern einen anderen Dreikampf, sondern hier, wie heißt der? Ist der Tommy auch am Stoffen oder wie? Ich weiß nicht, wie das heißt. Stoffi heißt der, nicht Tommy. Mein Bruder angemacht, Sprung gemacht und Fahrradfahren. Ich glaube, er war Triathlet oder so. Ja. Genau. Ja, Mann, ja, siehst du, ich hab das verwechselt. Passiert doch mal, dass ich das verwechselt. Trainieren ohne Kapuze? Ist nicht. Später. Ich habe sogar heute extra Tanktop für euch angezogen. Oho. Oder für Heiko. Sagen wir dritten Übung, okay? Zieh ich aus. Extra nur für euch. Normal trainiere ich immer in langen Klamotten und Pulli. Ich habe ein bisschen Angst vor dem jetzt. Das wurde schon geguckt, mein Bester. Komm. Ja. Komm. Alles allein, alles allein. Komm, drück. Komm. Komm, wie fällt's aus? Komm. Ja, komm. Warte mal, komm. Komm. Jawohl. Für kein Geld der Welt. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com, denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal, unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer Whey Protein. Und schaut auch unbedingt auf Oase vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. Und also runter, komm. Ja. Komm. Zwei. Gekriegt. Komm. Ich weiß noch ganz genau, ich kam mit dieser McDonald's-Tüte zu dir und ich sehe diesen großen Berg an Muskeln. Er war ja auch. Wen hat er da denn gesehen? King Kalle oder wen? In dem Moment auch im Wettkampfvorbereitung. Ja. Und ich gebe ihm die Tüte und ich sage, hä? Damals noch für die GmbF übrigens, ja. Ja, und da habe ich gesagt, großen Muskelberg für die GmbF, das gibt's doch gar nicht. Außer man heißt Deutsch mit Nachnamen. Hä? Bist du nicht der von Johannes aus dem Video, Lars? Krass, ich hätte nicht gedacht, dass du mich erkannt hast. Du gesagt, weiß ich noch, du sagst, boah, ist mir voll unangenehm. Am Anfang warst du ja noch voll peinlich, so erkannt zu werden, so ein bisschen. Ja, vor allem, weil ich auch bei Magnus gearbeitet habe. Das war auf jeden Fall eine harte Zeit, aber wir haben uns da rausgekämpft. Und ja, Mann, jetzt haben wir die letzten, ja, seit der Wettkampfvorbereitung uns immer mal wieder morgens gesehen. Und ihr wisst so, dann hat man sich wieder angenähert. Und in letzter Zeit trainieren wir wieder häufiger zusammen. Und Tommy ist einer, mit dem ich mich, ich glaube, ihr kennt das, wenn man so einen Trainingspartner hat, dann kommt es darauf an, dass man sich nicht nur gut versteht, sondern auch ohne Reden, dass es einfach funkt. Ein Ei dann trinkt. Dass man auf einer ganz ohne Reden, mit einem Köfte. Ebene ist, und das ist bei uns der Fall. Er gibt geisteskrank Gas und wird auch bald richtiges Bodybuilding machen, hat er schon verraten. Das weiß ich noch nicht, Fausi, weil ich auch noch nicht mal weiß, ob ich überhaupt in eine Prep gehe oder nicht. Das entscheidet sich bald. So muss ein Topsatz aussehen, Alter. Jetzt machen wir einen runter. Und dann guck mal, was mit dem Gewicht geht. Bisschen mehr Wiederholung, trotzdem Muskelversagen. Aber der Brust ist schon so aufgepumpt nach diesem einfachen Satz. Mechanische Spannung ist key. So wie es anfühlt, platzt die Fläche. Mechanische Spannung ist key. Dankeschön, Fosi. Mein aktueller Trainingssplit momentan, für die Leute, die mich auch auf Instagram verfolgen, wissen das. Ich trainiere Brust, Bizeps, Rücken, Trizeps, Schultern, Arme und Beine. Beine allerdings nur einmal die Woche, einmal alle 10 Tage. Die Beine sind halt einfach viel zu gut für den Oberkörper. Der Oberkörper ist einfach zu schlecht. Du fängst an mit Brust und dann sind deine Trizeps schon vorbelastet, aber dein Bizeps nicht. Und deshalb ist das mein Trainingsplan. Mein Beileid, das ist ja schrecklich, Mann. Was soll ich sagen? Ja, froh, dass ich dich irgendwo dennoch ablenken kann. Ja, ich wünsche dir ganz viel Kraft in der Zeit, Diggi. Momentan, meine Trainings werden noch kürzer.
Ich trainiere meistens so eine Stunde, 50 Minuten, eine Stunde. Immer Top-Back-Offset. Machen wir beide, denke ich, gleich. Also im ersten Satz viel Gewicht, wenig Wiederholung. Im zweiten Satz auch ans Muskelversagen, aber bei einem höheren Wiederholungsbereich. Und so spart man sich viel Junk-Volumen. Ja, richtig, ja. Und seitdem sind auch meine Fortschritte echt gut hochgegangen. Auch jetzt nach dem Wettkampf. Ja? Ja. Das ist mein Trainingsbild. Oh, Junge. Probier ich so lange im Reiz sitzen, solange es geht. Alter, das ist Training. Ich sag's dir. Und wenn du so Sätze machst und mit der Intensität trainierst, dann brauchst du keine vier Sätze. Ich weiß nicht, was Leute im Gym machen, sondern nur fünf Sätze. Ja. Schrägbank drücken. Ja. Trainier. Boah, jetzt geil. Bist du nicht hart genug? Richtig. Danach kannst du keine zwei Sätze mehr machen. Nee. Nicht ansatzweise. Doch. Vor allem, wenn du noch zwei Übungen hast. Aber ein bisschen Stoff erhöhen lassen. Alter. Komm! Drück dann! Komm! Komm! Jans McCloud verschenkt dir noch ein Abo. Vielen lieben Dank, mein Bester. Halt den, komm! Wenn ihr sogar im Hintergrund ausgelacht habt, da gehört. Halt die, komm! Oh, ich lieb das. Scheiße. So wie Johnny mal sagte, oder Arnold, Pump zu spüren. Johnny oder Arnold, geil. Ist eigentlich fast gleich, was sie kommen, und es fühlt sich wirklich geil an. Also ich liebe den Pump. Okay, Johnny sagt's wirklich jedes Mal. Muskelwachstum ist ungleich Pump. Auch wenn Leute zu mir sagen, ich spüre die Übung nicht. Ja, dein Muskelwachstum interessiert sich, ob du es spürst oder nicht. Es geht darum, ob du die Technik richtig ausführst. Und manchmal trainiert man richtig und spürt es trotzdem nicht. Es geht weiter zur nächsten Maschine. Die ist ein Tick leichter. Deshalb werden wir da direkt, glaube ich, mit drei einsteigen und dann gucken, vielleicht vier oder vier oder ja, vier. Fünf, Junge, komm schon. Mal gucken. Wir gucken. Die Maschine ist jetzt ein bisschen, man drückt quasi ein Ticken mehr nach unten. Eigentlich so wie so eine Negativ. Die sind immer geil. Die von Hammer ist brutal. Tiefpresse. Da kriege ich immer, da platzt meine Brust. Die trifft einfach nochmal einen anderen Winkel von der Brust. Mega geil. Richtig, richtig cool. Werdet ihr auch gleich sehen. Müssen das Ding noch richtig einstellen und dann fangen wir mit dem Warm-up. Jungs, das Beste in dem Oldschool-Studio ist das hier. Oh, Musik in meinen Ohren. Klingt wie bei mir im Schlafzimmer. Samstagabend. Am besten ist eigentlich da hinten die Adduktormaschine. Die quietscht richtig. Merkt ihr alles aus 80er, 90er, 70er. Aber das sind die besten Gyms, Mann. Also, das sind geil. Ja. Incline ist immer schräg, Madame. Was, komm. Komm. Ja, komm. Von euch beiden stärker? Wenn man es vom Körpergewicht zieht, dann Tommy auf jeden Fall. Ich bin nicht stark. Ich war auch noch nicht stark. Gut, aber das mal außen vor gelassen. Ich war noch nicht stark, ich sehe nur scheiße aus. So, Lars ist also ein Schwächling. Nein, Lars ist nicht schwach, aber Lars zieht am Ende seinen Tanktop aus und zeigt uns ein kleines Form-Update. Oh, das ist auch der Tommy, der sieht auch stramm aus. So, wir gucken jetzt mal am Ende nochmal. Was da passiert. Ja, Tommy auch stabil unterwegs auf jeden Fall. Lars sieht gut aus. Die Brust ist gerade so streifig. Kommst du näher? Sehr wild. Ja. Jetzt. Ja. Aber da bist du. Willkommen zur Pimmelparty. Das gehört auch zum Bodybuilding-Sport dazu. Bitte nicht. Sich selbstverliebt im Spiegel anschauen. Mehr oder weniger. Eigentlich guckt man sich im Spiegel an und hasst sich selbst.
Aber die ist Morphium, hat sie jetzt wieder dünn. Nice Job. Ja. Jetzt sieht man auf, ich sag eben schon, jetzt sieht man auf jeden Fall 5 Kilo schwerer aus. Runder, praller, voller. Streifen sind drin. Eine Sache steht fest: Es gibt viel zu wenig Bodybuilding auf YouTube. Und wir bringen das Ganze voran. Falls ihr weiterhin Teil des Ganzen sein wollt, verfolgt einfach das nächste Video, weil die Fortsetzung folgt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tommy, nächsten raus. Schönen Tag noch. Adios. Ja, netter, kurzer Vlog und kleine Bro-Story von Tommy und Lars. Lars ist, glaube ich, gerade, leitet gerade seinen Aufbau ein, ja, befindet sich im Rebound und sieht auf Bildern und Videos brutal aus. Das ist jetzt auch absolut gar kein Angriff Lars gegenüber, wir verstehen uns gut. Wir sind uns ein paar Mal schon über den Weg gelaufen. Ich bin auch extra zu Lars, zu seinem Wettkampf gefahren. Aber ich muss euch eine Sache sagen, die ist mir auf dem Wettkampf erst so richtig bewusst geworden. Lars sieht tatsächlich auf Bildern und Videos viel krasser aus als in echt. Das ist jetzt überhaupt nicht böse gemeint. Mag sein, dass Lars es wieder böse aufnimmt, weil er nimmt ja ziemlich oft etwas falsch in den falschen, wie sagt man, in den falschen Mund, ins falsche Ohr. Ihr wisst, was ich meine. Er nimmt oftmals etwas falsch auf oder sieht es als Angriff, obwohl das rein meine objektive Meinung ist. Er sieht tatsächlich auf Bildern und Videos viel extremer aus als in echt. Das ist auch scheißegal, ja. Er soll sich ja auch gut präsentieren. Falschen Hals, genau, nicht falschen Mund, falsches Ohr, falscher Hals. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres Isoclear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch 2 Wochen, .com ist jetzt online, dann könnt ihr euch aktuell 3 verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei oace.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch 3-mal die Woche bei Twitch vorbei um 20.30 Uhr, Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.